Ja, hallo zusammen, David wieder hier bei der neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, Tag 14 sieht man schon. Hat seine Gründe, warum ich jetzt schon Tag 14 bin. Ich erkläre das jetzt einfach mal. Und man sieht hier auch schon, hab ein bisschen was Neues gebaut in der Zeit. Ah. Und wir hier wegmachen. Gut, na komm schon, komm schon. Und er rennt sonst so hin. Ja, wie man hier sieht, ich habe ein tolles Minibike. Und zwar habe ich ja schon in der letzten Episode eigentlich gesagt gehabt, halt, dass hier ja relativ wenig war zum Loten. Ich habe die ganzen Häuser schon gelotet, bin schon überall gewesen und habe dann wenig Platz gehabt oder nichts mehr, ja, nichts mehr zum Loten gehabt. Und was ich dann gemacht habe, ist auf der Karte schaut. Ja, ich habe mich so ein bisschen umgeguckt. Ich habe das alles off-Kamera gemacht, deswegen gibt es hier keine Videos oder Episoden dazwischen. Bin dann halt hier durch die Wüste gegangen und habe dann geguckt, was ich halt so finde, und was ich dann gefunden habe, war hier nochmal eine andere Stadt gewesen. Und das war gar nicht mal so schlecht gewesen. Dann habe ich hier in diesem Haus noch Minibike-Teile gefunden, gehabt auf einmal ein Minibike-Chest und ein Minibike-Handlebar. Und da dachte ich, oh cool, jetzt kann ich bestimmt ein Minibike bauen. Habe dann alles zusammengefarmt. Was ist das hier? Habe ich dann eine Batterie gefarmt und an den Autos nochmal und geguckt. Oh mein Gott, jetzt kann ich bestimmt ein Minibike craften. Und ja, dann war es aber noch nicht der Fall gewesen. Da konnte ich noch kein Minibike craften, weil mir fehlte ja dann noch der Seed. Und ich hatte das Buch noch nicht gefunden gehabt. Dann dachte ich, ach Mist. Und dann kam auch genau in dem Moment noch ein Airdrop an. Und ja, da bin ich zum Airdrop hingerannt. Und was war im Airdrop drin? Ein Minibike-Book vor Dampfschutz. Und ja, habe mich super gefreut. Hab das Minibike gebaut. Und ja, danach bin ich fast, und deswegen bin ich schon am Tag 14. Wie gesagt, das war nicht wirklich spannend, sondern ich bin hier durch die ganze Gegend mal gefahren mit dem Minibike in der Zeit und habe hier mal alles Mögliche erkundet. Ich bin, wie man hier schon sieht, hier rechts lang gefahren. Ich bin hier oben lang gefahren. Ich glaube, ich hatte noch irgendwo hier diese Treasure Map habe ich dann einmal aufgebaut und wie gesagt, relativ sieht man hier schon in der Karte halt lang. Und dann habe ich hier noch mal eine Stadt gefunden und ich denke, ich werde wahrscheinlich auch im zukünftigen Spiel irgendwo hier wahrscheinlich meine Basis bauen. Also ich werde die Basis verlegen und wahrscheinlich hier bauen, weil hier habe ich direkt zwei Städte nebeneinander gehabt und hier habe ich dann Träder und hier war auch noch Wasser gewesen halt. Also hier sah es ziemlich gut aus und dann wollte ich dann wieder zurück und dann sieht man hier schon, übers Wasser kann man leider nicht mit dem Minibike fahren. Musste ich hier den ganzen Weg zurück, aber das hat ewig gedauert. Ich glaube, ich habe fast zwei oder drei Spiele. Konnte ich mir nochmal eine Stadt gefunden. Eindritt könnte ich dann sogar noch, wenn ich hier irgendwo baue, rübergehen. Dann sagt, ja, ich hätte hier fast drei Städte in der Nähe irgendwie. Also ich glaube, hier war viel Wasser gewesen, aber dann müsste man gucken, dass man so eine Brücke irgendwie rüber baut halt. Aber ja, wenn ihr sieht, bin ich dann mit dem Minibike hier entlang und hier ist leider Wasser gewesen. Weil im Nachhinein denke ich mir halt auch, hätte ich vielleicht eine kleine Brücke bauen müssen halt. Aber gut, dann bin ich hier nicht rübergekommen und dann hier lang und es hat, wie gesagt, relativ lange gewesen. Bin ich hier noch lang gefahren und dann hier wieder zurück. Und wie gesagt, dadurch sind fast drei Spieltage vergangen. Ich bin fast drei Ta Spieltage nur auf diesem Minibike gewesen und bin durch die Gegend gefahren. Wie gesagt, war natürlich für mich sehr spannend gewesen, aber kann natürlich keine, was weiß ich, 6 Stunden Spielzeit zeigen, wie ich dann auf der Minibike durch die Gegend fahren und die Gegend erkunde. Deswegen bin ich jetzt hier schon in Tag 14. Naja. Und wie gesagt, am Tag 14 bin ich jetzt zurückgekommen und habe dann, wie gesagt, nochmal alles ein bisschen weiter ausgebaut. Ehrlich gesagt, hat mich hier so ein bisschen total genervt, dass hier ständig Gegner davor standen, weil, ja, dadurch, dass ich die Forge habe und hier eigentlich immer was crafte. Jetzt gerade mal, was macht die Forge hier? Eigentlich gar nichts momentan. Wobei, brauche ich eigentlich noch irgendwas großartig? Ah, warte, aber lass mal es ja ruhig erstmal einschmelzen weiter noch. Genau, weil dadurch, dass hier die Forges immer laufen, habe ich hier öfter Screamer und dann hauen die immer an der Tür halt dran und das ist mir so oft in den Senkel gegangen. Auch diese ständige
hier durch die Tür gehen und runter, das ist mir einfach zu nervig gewesen. Ja, wie man sieht, das Dach ist jetzt auch ganz weg und deswegen habe ich dann auch diese Spikes auf dem Boden gemacht. Dann habe ich jetzt einen zweiten Eingang gemacht halt. Also, das heißt, wie man hier sieht, schön so eine Rampe gebaut. Ja, Spikes darunter. Wenn ich halt rein möchte, ich kann halt hier irgendwie schön reinspringen dann. Und ja, ich kann hier halt hier vorkämpfen. Alles, was hier irgendwie ankommt, Zombies oder so, die locken immer von der Tür an. Die versuchen immer an die Tür dran zu kommen. Das heißt, die laufen durch die Spikes durch und ja, sterben dann auch schon. Ja, ich habe dann aber auch, ja, und jetzt hat alles verbessert. Wie gesagt, ein paar Level habe ich ja noch trotzdem bekommen. Aber wie man sieht, ich habe dann hier beim Trader war ich mal gewesen, habe ich hier mal Glück gehabt und habe mir eine 383er Crossbow geholt und eine Shotgun. Eine 412er Shotgun habe ich da auch gefunden. Habe ich direkt auch mal gekauft. Durch diese Treasure Map, die ich gemacht habe, ist echt viel. Da waren Goldnuggets und sowas drin gewesen. Habe ich sehr viel Geld gehabt, deswegen konnte ich mir die Sachen auch direkt kaufen. Ja, auf jeden Fall ist jetzt natürlich die Vorbereitung für die Tag 14 Horde. Ja, immer diese Ruckler. Ja, das ist mein Minibike. Bin ich ganz stolz drauf, endlich das zu haben. Ich kann es ja mal öffnen und wie man sieht, also die Teile habe ich dann, wie gesagt, bin ich ganz froh. Ich habe gute Reifen nochmal gefunden, die Lead-Batterie. Ich habe auch eine gute Small Engine gefunden, 594, also 600 ist das Maximum an Dingen halt. Ja, dieses Shopping Basket hatte ich auch nochmal gefunden, so gut 293 reicht aber aus. Dafür hat man halt diesen Minibike-Storage drin. Gut, und die habe ich jetzt nochmal gecraftet halt. Ich hatte zwar ein Chassis gefunden und handelbar, aber die waren unter 100. Aber weil ich das Buch dann gefunden habe, konnte ich die so nochmal selber craften. Und weil ich dann irgendwie zwei Handlebars habe, habe ich die in der Workbench nochmal zusammengetan. Deswegen sind die schon 234. Die Höhe von diesen Minibike-Dings hängt übrigens auch von den Signs ab. Ja, da habe ich jetzt auch schon 5 Punkte rein investiert. Damit ich halt dieses Do-It-Yourself mal freischalte. Dann kann man Mechanikerparts selber herstellen und so. Aber ja, irgendwann müsste ich jetzt sowieso mal langsam auf die ganzen Sachen hier an und freischalten. Die Traps hier, Range-Traps und so weiter. Nun gut, die andere Zeit habe ich dann aber noch ein bisschen genutzt zum Bauen. Und ich habe das hier hinten noch ein bisschen, also auch dadurch, ich werde das natürlich hier. Ah, da ist einer. Ich werde das hier natürlich nicht, ja. Ich habe ja schon. Die AI ist irgendwie. Also ich glaube, diese AI ist jetzt, kommt mir teilweise ein bisschen dümmer vor halt, aber das hat sich irgendwie erklärt, durch dass sie das Stealth-System eingebaut haben, können die irgendwie bei Nacht nicht mehr sehen. Dadurch rennen die manchmal auch in so idiotischen Kreisen und sowas durch die Gegend halt herum. Ja, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall, wie man hier sieht, habe ich ein bisschen umgebaut. Hab jetzt auch. Ne? Ja, hier habe ich ein bisschen konkret, habe ich das mal aufgewertet. Ganz interessant ist jetzt hier, das irgendwie so gebaut, dass man hier jetzt, ja, wie man halt schon sieht, da war das ja so eine große Lücke, aber man kann jetzt irgendwie, habe ich sowas gesehen, mit, wenn man rennt, muss man gar nicht springen. Gut, wenn man hoch will, muss man springen. Sollte aber abhalten, dass die nicht hier hochkommen können. Und hier ist das gleiche wieder halt, dass man hier hochspringen muss. Ja, und sonst, wie man hier sieht, habe ich das aber auch schon weiter ausgebaut. So, ich habe jetzt hier das Dach schon mal drauf gemacht, wie ich das eigentlich haben wollte. Wie man hier sieht, ich habe jetzt vernünftig, also ich hätte ja natürlich Leitern machen können, aber ehrlich gesagt sind die Leitern total nervig gewesen. Ja, deswegen habe ich dann hier so Stairwalks gemacht einfach. Ist jetzt natürlich ein kleines bisschen enger hier drin, aber nun gut. Sollte, ich habe dann, wie man hier sieht, den Boden vernünftig gemacht. Der Boden gefällt mir wirklich sehr gut. Also hier ist es halt, hier müsste das ein halber Block sein. Und hier habe ich dann Ramps gemacht und dann gibt es ja auch noch so, boah, weiß nicht, wie die hießen, Wett konkret, Inner Ramps, Blocks, wie auch immer. Die Namen sind ja schon irgendwie, ja, durcheinander. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt alles zu, Konkret, zu diesem zweiten aufgewechselt, zweite Stufe. Also das erste war ja Konkret und ich weiß gar nicht, wie hieß die zweite. Reinforced Konkret war das, glaube ich, gewesen. Genau, also hier habe ich dann nochmal die Poles weggenommen, habe dann hier auch nochmal Kisten.
rangehauen. Auch eine Chainsaw habe ich auch gefunden, fällt mir gerade erst ein. Ja, auch ganz glücklich, kann man dann auch direkt für die Tag 14 Horde nutzen. Das kann man nämlich auch als, also Chainsaw kann man nutzen als, wie sieht's, Small Engine hat das eigentlich? Habe ich da nicht eigentlich, warte mal, sehe, kann ich die eigentlich, na schade, das Rezept habe ich noch nicht gefunden. Könnte ich die vielleicht auch austauschen, sehe ich gerade eben, aber gut. Auf jeden Fall, das kann man auch zum Holz abhauen nutzen. Geht natürlich extrem schnell, kann man aber auch als Waffe nutzen. Ist gar nicht mehr so schlecht, von daher habe ich schon mal hier reingepackt. Ja, hier oben die Kisten. Ja, und wie man hier sieht, von draußen dran habe ich jetzt hier diese Händel oder die Iron Gitter hier dran gemacht. Dadurch, dass die so außen dran sind, kann man natürlich gut von oben auch kämpfen. Also deswegen auch das Dach kann man natürlich hier oben auch rein und kann die runterschießen und so. Und diese Eisengitter müssten die Spider eigentlich fernhalten, dass die hier nicht hochkommen können. Soweit ich das weiß, ist das, wenn man halt einen so einen extra Block hat, reicht das schon aus, dass die nicht mehr hoch können. Ja. Ansonsten mal gucken, wie viel ich jetzt noch baue. Etwas, was ich vorher auch noch irgendwie nicht bemerkt hatte, war, ich hatte noch wegen Rüstung geschaut gehabt, halt, dann habe ich hier Scrap Iron gebaut. Jetzt habe ich alle Scrap-Sachen hier gebaut, soweit wie es ging. Und dachte, das wäre die beste Rüstung. Nur habe ich dann irgendwie gesehen gehabt, dass die in den Charakter gar nicht angezeigt werden. Nur wenn man hier in der Workbench hingeht, findet man hier auch die Iron Gloves, Iron Helmet, Iron Leg Armor. Und ja, daran habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Da habe ich aber schon alle Rezepte gefunden, aber ich habe die irgendwie, ja, nicht im Sinne gehabt halt, weil, ja, weil die nicht im Charakterbildschirm angezeigt werden. Deswegen möchte ich eigentlich gerne noch mal diese Sachen hier bauen. Iron Leg Armor. Gut, da muss ich noch mal Forged Iron bauen. Das ist anscheinend schon eine Menge. Ich denke, deswegen werde ich hier auch noch mal ein bisschen gucken, dass ich hier ein bisschen Eisen zusammenkriege. Ah. Hast du mich sofort gesehen? Wobei, was wird? Lass doch vielleicht mal ein, zwei Mal schreien. Oh, da kommt noch eine Screamer an. Ein bisschen schreien. Dann töten wir die und dann kriegen wir noch ein bisschen Erfahrung. Oh mein Gott, da ist noch eine Screamerin. 3, 4. Oh. Das ist nicht so gut, wenn wir 4 Screamern auf einmal haben. Okay. Und nochmal schreien. Okay. Oh, da ist noch eine Screamerin. Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich dann doch nicht so viel schreien lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zombies hier ankommen. Habe ich eigentlich noch Molotow gucken? Nein. Ja, ist gut. Ah. Noch eine Screamerin, Alter! Das ist doch nicht, vielleicht nicht so eine gute Idee gewesen. Oh mein Gott. Nochmal schnell. Warte mal, Öl brauchte man. Klos. Und nochmal schnell gucken. Molotow-Cocktail. Klos, Gas, Öl und Gas. Ah, ich glaube, ich habe eine Glasjars. Ah. Ich muss die jetzt mal töten hier, sonst habe ich hier gleich 500 Zombies oder so. Kommt noch eine! Alter! Das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ah, okay. Jetzt habe ich es ja doch noch an Grenzen. Ja, irgendwie hätten das doch mal. Ich dachte jetzt bei jedem Ball, und dann kommen ja mal 6, 7 Gegner pro Zombies, pro Schrei oder so. Und hier waren jetzt 6, 7 Screamerinnen und die haben alle 2, 3 Mal geschrien. Dafür sind die ja eigentlich relativ wenig. Extrem wenig Zombies gefühlt, also. Oder sind die alle irgendwie sonst so um die Ecke? Von hinten dann auch noch welche. Irgendwo am Haus, wahrscheinlich rechts oder links jetzt von uns.
Noch eine Screamerin. Naja, dafür ging's ja. Dachte jetzt eigentlich, kommen hier 500 Zombies oder so an. Die Screamerin, wie ich jetzt hier hatte, und das sind hier nur 4-5 Zombies, das war ja eher lächerlich. Ah, ja, durch diesen Warblock konnte ich nicht vernünftig springen. Es wird. Gehen wir mal hier runter. Tut mir so noch im Nahkampf. Sehr mau. Ich dachte, jetzt kommt noch ein bisschen mehr Action. Ja, unsere Sachen sind auch schon fertig geworden. Gehen wir sie mal raus. Vergleichen sie wir mal. Die Einboot so 45, 42. Warte mal, ich guck mal. Ich habe kein Plus-Minus-Insulation, was aber ziemlich gut ist. Ja, ach, was haben die vorher gehabt hier? 37. Oh. Die hier auch so 45, 42. ...42, 30 Feuer. Und das tauscht die hiermit aus, ne? Ja. Ja, ich habe jetzt hier nochmal eine dritte Reihe hingelegt an Spikes. Ich guck, guck, ob ich die nochmal upgraden kann. Ich weiß nicht, ob ich so viel noch Eisen habe. Aber mal schauen. Und dann kann man die so drauflegen. Und ich finde, das sieht dann besser aus. Der Übergang nicht so. Ja. Übergang deutlich schöner eigentlich. Ja, da bin ich auch fertig. Ja, wie man hier sieht, einmal drumherum gemacht. Ich denke, das sieht doch deutlich hübscher aus, der Übergang dann. Ja, hat gerade eben noch so ausgereicht, das Eisen, um jetzt alle abzugraden. Ja, die letzten Vorbereitungen für die Nacht. Oh, ich packe jetzt erstmal alles. Ich habe ja nochmal gerade eben Level abgehabt und habe ich mir einen 350er gecraftet. Bei den können wir kaputt machen. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Eisen geholt. Alles, was jetzt überflüssig ist, packe ich jetzt raus. So viel konkret, nichts muss ich nicht bei haben. Ich packe ein bisschen mit. Dass ich was upgraden will. Die Steel Pickaxe brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Oh, den Benzin nehme ich mal mit, damit ich hier die Chainsaw. Die schon befüllt. Klasse. Oh, dann habe ich jetzt hier den Barb Club. Ich habe den Crossbow. Ich habe die Shotgun. Müsste, denke ich mal, ausreichen ohne Probleme. Ich habe jetzt 241 Schuss, ich habe 217 Shotgun-Schuss. Ich habe die Chainsaw, die gut reinhaut, also. Dann habe ich noch, achso, ich habe für die Crossbow sogar nochmal gebaut. Hier 10 Exploding Crossbow Arrows. Na, jeden Moment geht's los. Und dann nehme ich jetzt auch schon mal die Quests an. Jupp, Maus. Spider töten. Jupp. Und Man-Eater Challenge. Jupp. Quest angenommen. Was haben wir jetzt hier? Blablabla. Spider-Zombie 3 töten. Okay, eine Menge an. Und so weiter. Naja. Da töten wir hier alles. Ah, ich geh mal drüber runter. Damit die hier alle hinkommen. Ich die besser angreifen. Bier.
so geht das doch viel schneller. Wenn die immer weniger loten. Ach, wenn die immer weniger loten. Die ja immer weniger droppen. Ah, ich hatte hier definitiv die Horde-Nummer. Habe ich also daran vergessen, Zombie-Spawn zu erhöhen und... Steht nämlich auch noch auch nur auf 8 Zombies. Ich könnte auch mal mit dem Kneif angreifen, dann hat der Level hier noch, oder? Ding. Eigentlich bei der Quest noch irgendwelche Voraussetzungen? Ne, da nicht. Und da Kill Chicken. Using Nailgun? Okay. Habt ihr da keine Nailgun? Und 5 Chicken zu töten, muss ich mal 5 Chicken finden. Ja, die ist doch nicht schlecht, die Chainsaw. Ein Animal Hide herum. Oder ein bisschen Leder, besser gesagt.
Tafel. So, da kommt jetzt alles hier hin. Gut, in so einer Nacht kann man natürlich immer ganz gut auch andere Sachen mal nutzen, um andere Sachen zu leveln. Zum Beispiel Shotguns und so habe ich noch nicht allzu hoch. Ja, dadurch, dass sie ja einen nicht wirklich angreifen können. Ja, aber ansonsten, keine Ahnung. Ja, ich muss unbedingt die Zombie-Rate erhöhen. Weil so macht das echt ja, nicht wirklich Spaß. Und einfach zu wenig bei rum, also. Also, irgendwie war in der ersten Horde Nacht in 7 Tage schon mehr los als jetzt hier auf einmal. Gut, ich bin einmal gestorben und dieser Game Stage. Ich weiß nicht, was mein Game Stage genau ist halt, aber wenn man halt stirbt, dann geht der Game Stage so ein dynamischer Schwierigkeitsgrad im Spiel. Das heißt, wenn man öfter stirbt, wird das Spiel ein bisschen einfacher. Ja, stirbt mal ein bisschen seltener, dann wird es schwieriger halt. Ja, aber ich bin ja kurz einmal vorher noch gestorben. Ich sah Gamesketch runter, aber wie gesagt, trotzdem 8 Zombies ist ein bisschen wenig. Wenn ich das hier mal höher setzen würde, mein Gott, wahrscheinlich würde ich auch nochmal zig Level mehr machen. Ja, ich habe mich jetzt hier gerade eben mitten in der Horde-Nacht nochmal ausgeloggt und wieder eingeloggt. Und ich habe mal den Count auf 16 gestellt. Weiß nicht, ob jetzt mal vielleicht wieder ein bisschen mehr Action los ist und hier mehr Angriff kommt. Oder vielleicht die Horden nochmal von vorne anfangen, aber ja, sieht ja schon mal ganz vielversprechend aus. Ah! Ich bin getroffen worden. Ah, aber gut. Das ist nochmal ein Tipp für sich. Okay, also mit 16 ist schon mal ein bisschen mehr Action los. Dass ihr vielleicht auch ein bisschen mal ein Gefühl von Gefahr aufkommt. Ja, auf jeden Fall kann man ja auch schon sehr gut Shotgun jetzt mal leveln.
voll. Schon alle Kopf runter, die weil die immer durchs Haus durchlaufen anscheinend. Und dann oben durch die Spikes wahrscheinlich durch. Ich weiß nicht, warum die immer in der Richtung kommen. Das ist wirklich nicht hoch gehabt, die Shotgun. Nicht wie viele Level ich hier schon gemacht habe jetzt. Dass sie vielleicht ein bisschen mehr Action mit 16 Zombies ist, aber wurde nur ganz kurz gewesen. Naja, vielleicht muss ich das noch höher stellen auf 32 oder so, aber jetzt brauche ich das auch nicht mehr umstellen. Vielleicht ist die Nacht sowieso wieder vorbei. Naja, dann sage ich jetzt aber wieder wirklich, ja, danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.